Ja, hallo ihr Lieben, ich möchte hier nur kurz informieren, dass auf Neue Horizonte TV ein neues Interview mit mir zu sehen gibt, das relativ gut durch die Decke schießt. Götz Witneben hat mich interviewt und ja, auf dem unten in der Beschreibung stehenden Link wird man dann auf Neue Horizonte TV oder auf den YouTube-Kanal verlinkt, wo dann mein ja, letztes Interview war letzte Woche ja, anzuschauen und anzuhören gibt. Ich beschreibe mal kurz, um was es geht und lese den Text vor, den ich geschrieben habe, um das zu Interview quasi so zu untermalen, zu ja, vorzubereiten. Thema Freiheit, Individualität und Selbstverantwortung. Was auch immer geschehen mag, es gibt Auswege und Lösungen. Oft sind diese Lösungen anders, als man gedacht oder sich erhofft hatte, aber es gibt sie. Und wenn man nur lange genug seiner Intuition folgt, wird alles genau so kommen, wie man es immer wollte. Man muss nur lange genug dranbleiben und nie aufgeben. Momentan befinden wir uns in der größten gesellschaftlichen Veränderung seit Menschengedenken. Alle unterdrückenden und beengenden Strukturen wollen jetzt überwunden werden. Ob es die äußeren Strukturen sind oder die inneren. Denn letztlich bestimmen wir, jeder für sich und alle gesamt als Kollektiv, über den Fortgang dieser Welt. Die Zukunft der Menschheit wird sich an Freiheit und Selbstverantwortung ausrichten. Man kann dies an allen Orten, bei allen Menschen und bei allen Themen beobachten. Es gibt immer etwas, das sich an die Oberfläche zu bewegen beginnt, das nicht mehr unterdrückt sein will, das frei sein will. Und jeder entscheidet nun für sich, wie er mit diesen Themen umgehen will. Wenn wir eine grundlegende Freiheit zu erlangen suchen, kommen wir aber nicht umhin, uns mit der Individualität auseinanderzusetzen. Und jene Menschen, die den vermeintlich einfacheren Weg im Kollektiven suchen, verspielen dabei tatsächlich ihre Freiheit. Denn wahre Freiheit beginnt immer im Inneren, in den rein individuellen Prozessen und Blockaden. Und der Ausweg aus all diesen Beschränkungen läuft über die Erkenntnis, wer man wirklich ist, jenseits aller Erziehung, Einflüsse und Programmierungen. Je tiefer man auf der Suche nach der wahren Individualität geht, desto großartiger wird das, was wir dort in uns finden. Denn in der tiefsten Ebene unseres Ichs, jenseits aller Verletzungen und Gewohnheiten, wartet das große Einssein, darauf gefunden und genutzt zu werden. Die Kräfte, die tief in unserem Ich existieren, helfen uns dann, wahre Freiheit zu erlangen. Die auf dieser Suche erlangten Fähigkeiten sollten wir dann in großer Verantwortung in Taten umsetzen. Ohne diese Verantwortung, die damit beginnt, dass wir erkennen, wie und warum wir unsere Welt selbst erschaffen, auch wenn wir dies unbewusst tun, können wir die Kräfte unseres wahren Ichs nicht nutzen. Wenn wir verstanden haben, wie das Leben funktioniert, und wenn wir den Mut haben, zuerst unsere eigenen Schatten zu durchleuchten, um zu erkennen, warum wir unsere individuelle Realität erschaffen, kommen wir an den Punkt, der es uns ermöglicht, alles erschaffen zu können, selbst innerhalb eines unterdrückenden Regimes. Wer in sich frei ist, kann im Außen nicht unterdrückt werden, allein schon wegen der Ausstrahlung und den entsprechenden Resonanzen. Ich hatte das Glück bzw. die Ausdauer, seit meinem 22. Lebensjahr an der inneren und äußeren Freiheit zu arbeiten. Und ich habe Wunder erlebt, die unbeschreibbar sind, habe Auswege gefunden, die alles dunkel und verloren waren. Habe Geschenke erhalten, als ich sie am dringendsten benötigt habe. Habe eine innere Stärke und Ruhe entwickelt, durch welche ich alle Probleme lösen kann. Durch die innere Klarheit und Konzentration auf das, was ich wirklich bin, und eine gnadenlose Selbstverantwortung erkenne ich, wo ich noch zu lernen habe und erlebe ich, wo ich schon frei bin. Und diese Freiheit macht es mir möglich, jenseits der äußeren, begrenzenden Strukturen zu wandeln. Aber auch, weil ich den Mut habe, komplett andere Wege zu gehen. Im Einklang mit meiner Seele und den höheren Bewusstseinsebenen unseres Seins werde ich geführt, inspiriert und geleitet, um in dieser Zeit des Irrsinns quasi tänzerisch um die Fallen herumzutanzen. In Leichtigkeit und in einem tiefen, unerschütterlichen Vertrauen, das sich im Laufe der Jahre in mir entfaltet hat. So geschult und gewachsen weiß ich, dass wir es schaffen werden, eine Welt aufzubauen, die wir uns zutiefst wünschen, wenn wir den Mut haben, für unsere Freiheit einzustehen. Wenn wir an unserer inneren Freiheit arbeiten, indem wir erkennen, wer wir sind, und in der Umsetzung der dadurch erkannten und befreiten Stärken, und wenn wir in tiefer Verantwortung für uns, unser Denken und unser Handeln, unsere ganz individuellen Wege gehen, dann erleben wir eine äußere Freiheit, die wir uns aktuell nicht erträumen können. Soweit kurz. Das detaillierte Interview findet ihr dann unter
Nur flix.de Freiheit, Individualität, Selbstverantwortung minus Mario Walz oder auf www.mariowalz.de unter dem aktuellen Newsletter bei den guten Nachrichten oder als Link unten in der Beschreibung. Alles Gute und herzliche Grüße, Mario Walz. Let's be jump over your head, remember me, don't get confused by a dying sky and sea. The Panda Club has an odds on bed list, the music man needs a string quartet on the planet where the alphabet starts in Z. Has an odds on bed, miss the music man needs a string quartet on.
Tomorrow's man and me.